Das Ende der Besatzung, Kapitel 7, der Auftrag der staatlichen Schule. Worum geht es in der Schule? Das weiß doch jedes Kind. Es geht darum, etwas für das Leben zu lernen. In der Schule lernen Kinder lesen, schreiben und rechnen. Sie lernen, dass es sich lohnt, den eigenen Willen hinten anzustellen und das zu tun, was von ihnen verlangt wird. Ist das so? Ja, so ist es. Denn nur hierfür gibt es gute Noten. Wer gute Noten bekommt, der kommt weiter. Und der einzige Weg, um an die erforderlichen guten Noten zu kommen, besteht nun einmal darin, zu tun und zu sagen, was die Lehrer hören und sehen wollen. Oder etwa nicht? Wenn du nur für einen Augenblick die Brille der Befangenheit ablegst, wirst du erkennen, dass diese Vorgehensweise nichts anderes als Erpressung darstellt. Erpressung? Ja, aber, so kann man es doch auch nicht sagen. Das ist doch ganz normal. Das muss doch so sein. Wirklich? Ja, Erpressung ist normal. Allerdings nur in einem Erpressungs- und Vergewaltigungssystem. Das ist ein System, das Kinder dazu nötigt, sich zu prostituieren. Was geschieht mit Kindern, wenn sie sich nicht dazu nötigen lassen, die vorgeschriebenen Antworten zu geben? Solche Kinder bekommen keine guten Noten. Und wer keine guten Noten bekommt, der muss die Klasse wiederholen. Das soll dem betreffenden Kind die Gelegenheit geben, sich zu bessern. Also es sich noch einmal gut zu überlegen, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, sich dem Willen der Lehrer zu beugen. Falls auch das nichts hilft, wird das schwer erziehbare Kind kurzerhand ausgesondert, also auf die Sonderschule abgeschoben. Wie du sehen kannst, hat die staatliche Schule nicht nur den Auftrag, Kinder im Sinne der Besatzung zu erziehen, sondern erfüllt auch die Funktion, Kinder, die sich dem vorgesetzten Diktat widersetzen, auszusieben und in Sondereinrichtungen zu überstellen. Ich bin mir bewusst darüber, dass meine Ausführungen höchst wahrscheinlich einen Aufschrei der Entrüstung bei einigen Lesern hervorrufen werden. Deshalb will ich daran erinnern, dass es sich bei dieser Sichtweise nur um eine mögliche Sichtweise handelt, nämlich um meine eigene, mehr nicht. Zweifellos unterscheidet sie sich von jenen, die allgemein üblich und verbreitet sind. Doch was sollte hieran schlimm sein? Ist es nicht gelegentlich hilfreich, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten? Was sollte also dagegen sprechen, wenn ich hier ein paar kontroverse Betrachtungsweisen ins Feld setze? Leben wir nicht in einer Demokratie, die das Recht auf freie Meinungsäußerung für die Menschen vorsieht? Auch für all jene, die meine Betrachtungen für überzogen halten, dürfte erkennbar sein, dass einiges in unserem schönen Lande im Argen liegt, oder nicht? Viele beklagen derzeit
die Raffgier, die beispiellose Dummheit und die unverhohlene Skrupellosigkeit unserer gegenwärtigen PolitikerInnen. Doch wie kamen diese Menschen in ihre Positionen? Gibt es etwa eine Behörde in Deutschland, die eigens damit beauftragt ist, die rücksichtslosesten und verbogensten Charaktere, also den Abschaum der Gesellschaft, aufzuspüren und sie in politische und wirtschaftliche Schlüsselpositionen zu bringen? Du wirst es bereits ahnen, dass ich auch hierauf eine kontroverse Antwort zu geben weiß. Willst du sie erfahren? Kein Problem. Nichts leichter wie dieses. Gerne gebe ich dir weiteren Zündstoff, um das Feuer deiner Erkenntnis zu entfachen. Feuer macht Licht. Und das ist gut, wenn es um Erkenntnis geht. Also, Feuer frei. Ja, es gibt eine Behörde, die maßgeblichen Einfluss darauf hat, wer nach oben gelangt und wer unten bleibt, oder genauer gesagt, unten gehalten wird. Und dreimal darfst du raten, um welche Einrichtung es sich hierbei handelt. Ja, richtig, es ist die staatliche Schulbehörde und deren universitäres Fortsetzungsprogramm. Wer also kommt nach oben? Wer macht Karriere? Viele würden nun sagen, dass es die Besten sind, also jene, die am klarsten denken können, das größte Verantwortungsbewusstsein aufweisen und am meisten begriffen haben. Ist doch klar, oder? Doch ist das wirklich so? Ich sage, dass im gegenwärtigen System genau jene nach oben kommen, die sich am bereitwilligsten dem Diktat unterwerfen, das ihnen von Seiten der Führung auferlegt wird. Und um was für eine Art von Mensch handelt es sich hierbei? Sind es die Starken? Ich behaupte, dass es jene mit der geringsten Widerstandskraft und dem schwächsten Selbstbewusstsein sind. Mit anderen Worten, die größten Schwächlinge und Lutscher. Wer sonst hätte es nötig, sein Herz und seinen Nächsten für ein paar Silberlinge an jene zu verkaufen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, das Land und seine Menschen außer Kraft zu setzen? Es sind daher nicht die Stärksten und Aufrichtigsten, die nach oben gestellt werden. Es sind die Rückgratlosesten. Sie sind es, die in die Spitzenpositionen in Politik, Wirtschaft, im Rechtswesen, im Militär, in der Wissenschaft, der Polizei und auch in der Kirche gesetzt werden. Wozu? Um den Willen einer Führung durchzusetzen, die niemand je gesehen hat. Hierfür werden sie gut bezahlt. Und für diesen Lohn sind sie bereit, alles zu tun, was von ihren unsichtbaren Herren an sie heruntergereicht wird. Was sagst du nun? Ist dir das zu krass? Erschüttert es dein Bild von der heilen Welt, an das du dich in so vielen Jahren deiner Bildung gewöhnt hast?
Ich behaupte Folgendes. Nur gewissenlose Menschen lassen sich für ein paar Dollar mehr dazu bewegen, ihre Nächsten zu verkaufen. Nur solche sind bereit dafür zu tun, was immer von ihnen verlangt wird. Solche Menschen sind bereit dafür, sich selbst und andere zu vergewaltigen, wenn es der Führer befiehlt. Nur gewissenlose Menschen sind bereit dafür, ihr Herz zu verraten. Und dieser Verrat ist gleichbedeutend mit dem Verrat am Herrn, also jener höchsten und lebensspendenden Instanz, die sich in jedem Augenblick deines Lebens durch dein Gewissen äußert. Ich behaupte, dass die meisten, die derzeit in Schlüsselpositionen sitzen, Sklaven fremder Mächte sind. Doch was sind das für Mächte, auf die ich hier anspiele? Offensichtlich sind es Mächte, die nicht die Absicht verfolgen, den Menschen in die Freiheit zu setzen, sondern ihn von seinem Herzen, der Quelle des Heils, abzuschneiden. Und warum tun sie das? Weil sie wissen, dass ein herzenstreuer Mensch nicht von ihnen besetzt und ausgeraubt werden kann. Wer hat es überhaupt nötig, andere auszubeuten? Das können nur jene sein, die sich selbst nicht versorgen können. Mit einem anderen Wort, Habenichtse. Genau das ist die Natur jener Mächte, die derzeit alles im Staat kontrollieren, lenken und orchestrieren. Sie sind mit seelenlosen Vampiren vergleichbar, die nur durch das Blut derer am Leben sind, die sie aussaugen. Was nun die Gesetze anbelangt, die von diesen Mächten ausgehen und die von ihren Lakaien in der Welt durchgesetzt werden, so bedeuten sie für die Menschen im Wesentlichen nichts anderes als deren Vergewaltigung. Sie ist das Instrument, um die Menschen aus ihrer Selbstverbundenheit herauszustoßen und hierdurch gefügig zu machen. Um dir eine bildhafte Vorstellung von der Vorgehensweise und dem Aussehen dieser Mächte zu vermitteln, will ich dir ein Beispiel anbieten, das dir aus der Natur bekannt sein dürfte. Es ist das Beispiel der Spinne. Was also machen Spinnen? Die Spinne spannt zuerst einmal ein nahezu unsichtbares, extrem reißfestes, klebriges Netz in die Weiten des Raumes aus. Danach zieht sie sich zurück und wartet. Sie bleibt so lange im Verborgenen, bis sie schließlich ein argloses Wesen in ihrem Netz eingefunden hat. Das Opfer ist derweil in heller Panik. Es kommt nicht los, es zappelt, es wickelt sich selbst immer mehr ein. Schließlich kommt die Spinne herbei und sticht ein erstes Mal auf ihr Opfer ein. Die Spannung steigt, das Opfer leidet,
Es produziert Adrenalin. Und das macht es für die Spinne umso aufregender. Angst, Schmerz, Ohnmacht. Immer wieder sticht die Spinne auf ihr Opfer ein. Und immer mehr der verflüssigten Angst ergießt sich in den zappelnden Leib des Opfers. Nach einiger Zeit beginnt die Spinne damit, alle Säfte aus dem Körper der befangenen Kreatur herauszusaugen, bis alles Leben aus ihr gewichen ist. Die Spinne hat das Leben der Fliege in sich aufgenommen. So macht es die Spinne. Und so macht es der Staat. Er lebt nur vom Lebensblut derjenigen, die sich im Netz der Lügen, das von den Medien ausgeworfen wird, verfangen haben und bereit dazu sind, für ihr Leben zu zahlen. Der übliche Steuerzahler ist in Haft geraten, in Wohnhaft. In Arglosigkeit hat er sich in einem Netz verfangen, das ihn um seine Freiheit gebracht hat. Wer hat es gesponnen? Wer hat es gespannt? Wem fließen deine Abgaben zu? Der Spinne? Wir, also die Menschen, leben in einem Netz von Lügen, das weit, weit hinein in den grenzenlosen Raum ausgespannt wurde. Es erstreckt sich über Äonen. Doch es gibt einen Ausweg aus der Befangenheit. Die meisten haften noch immer bereitwillig für das, was ihnen von der großen Spinne zur Last gelegt wird. Viele haften an dem, was an ersponnenen Scheinrealitäten für sie aufgespannt worden ist. Viele sitzen noch immer in der Falle, in Haft, in Wohnhaft, in Staatshaft und versorgen die Spinne mit Leben, mit Energie, mit Geld und mit ihrer Stimme. Viele haften noch immer an der Schuldgeschichte, die ihnen in der Schule beigebracht worden ist, und zahlen bereitwillig die Blutschuld, die ihnen abverlangt wird. Eine Schuld? Was für eine Schuld? Deren wurden bereits viele von jenen erfunden, die von der Schuld der Menschen leben. Da gibt es die Schuld, die von der Kirche erfunden wurde. Der Priester kommt zur Tür herein und hält einen Stab in die Höhe, an dessen Spitze sich ein Kreuz befindet, an das ein Mensch geschlagen ist. Er blutet, er wimmert, er ist im Todeskampf, er stirbt. Und der Priester spricht zu den Menschen: Seht ihr diesen? Er ist gestorben für euch und eure Sünden. Das ist eure Schuld. Eure Schuld. Eure große, große Schuld. Nimmst du diese Schuld auf dich? Bist du der Kirche treu? Oder dem Leben, deinem Leben, dem Leben des Heiland?
Der Lehrer in der Schule sagt, seht ihr diese Bilder, dieses Grauen? Es wurde von euren Ahnen angerichtet. Nie ist die Schuld zu tilgen. Seid euch immer eurer Schuld bewusst. Bist du dir dieser Schuld bewusst? Bist du bereit, an ihr zu tragen und für sie zu zahlen? Die Besatzung sagt, auf euch liegt eine Schuld, die unauslöschlich ist. Es ist eure verdammte Pflicht zu zahlen, oder wir beenden euer Leben. Der Umweltminister sagt, seht auf den Planeten, er stirbt, weil ihr lebt. Und Greta Thunberg pflichtet bei. Der Gesundheitsminister sagt, seht auf die vielen Toten, sie starben, weil ihr euch nicht habt impfen lassen. Der Lutscher sagt, sieh, ich leide, weil du tust, was du tust, und weil du bist, wie du bist. Ich sage, ich bin frei von Schuld. Mein Leben steht im Dienste des Herrn, des Allmächtigen, der mein zeitloses und unbefangenes Wesen ist. Meine Ehre heißt Treue an den Herrn. Sein Segen ist mein Segen. Sein Reich ist mein Reich und seine Unbefangenheit ist mein Schutz. So ist es und nicht anders. Und warum ist es so? Weil ich mir dessen, also meiner wahren Natur, bewusst bin. Was sagst du nun? Und was machst du? Was machen all jene, die an die Lüge glauben und die noch immer der Spinne dienen? Wie viele Mütter haben ihre eigenen Kinder mit einer sogenannten Impfung kontaminieren lassen, die bereits mehr Menschen das Leben gekostet hat als das vermeintliche Virus selbst? Wie viele Eltern haben es geschehen lassen, dass ihren Kindern beinahe täglich lange Stäbe in den Schädel geschoben wurden, die ihnen Nasenbluten, Schmerzen, Tränen und das Gefühl der Ohnmacht eingebracht haben? Wie viele alte Menschen wurden isoliert und starben in Angst und Einsamkeit, weil niemand ihrer Nächsten für sie eingestanden ist? Wie viele Kinder wurden daran gehindert, ihre Großeltern zu besuchen? Wie viele Eltern haben ihre Kinder im Stich gelassen, indem sie nichts unternommen haben, um diese vor dem Terror in staatlichen Bildungseinrichtungen zu schützen? Ach, das ist doch nicht so schlimm. So war das nun mal. Was hätten wir denn tun sollen? Kommt dir das bekannt vor? Wie viele Eltern haben wortlos zugeschaut, als ihren Kindern weisgemacht wurde, dass sie für den Tod ihrer Nächsten verantwortlich wären, wenn sie sich nicht an die Vorschrift halten würden?
Und wie viele Kinder haben schließlich mit ansehen müssen, wie ihre Nächsten an den Folgen einer Gentherapie verändert sind, die zu keinem Zeitpunkt auf ihre Folgen überprüft worden ist? Wie viele Menschen sind denunziert und um ihre Existenz gebracht worden? Wie viel Leid muss noch geschehen, bis die Menschen bemerken, welches Übel mit ihnen und ihren Nächsten getrieben wird? Was muss noch geschehen? Vielleicht ein Krieg? Und wozu das Ganze? Um Menschen in Ohnmacht, Angst und Schrecken zu halten. Wir kennen das Spiel von der Spinne. Ich beleuchte hier nur ein paar Fakten, die von den meisten Menschen aufgrund ihrer Traumatisierung bisher nicht gesehen werden können, mehr nicht. Extrem ist hier nur eines, nämlich das Maß der Ignoranz, in der sich die meisten Menschen bewegen. Daher will ich jetzt noch einmal auf die Schule zu sprechen kommen, denn hier hat für die meisten Menschen die professionelle Traumatisierung begonnen, die letztlich in die kollektive Amnesie geführt hat. Ende dieses Kapitels.